Herzlich willkommen zur kurzen Vorstellung der Tutorials im Online-Kurs OpenGeo Edu. Tutorials dienen dazu, bestimmte Themen sehr kompakt aufzubereiten. Dies sind zum Beispiel Themen, die in vielen Übungen oder Fallbeispielen vorkommen und insofern nicht jedes Mal neu, sondern gezielt an einer Stelle dargeboten werden. Die Tutorials werden bedarfsorientiert weiter ausgebaut. Bisher als Tutorials angebotene Themen sind zum Beispiel die Modellierung mittels Entity Relationship Modeling oder mittels der Unified Modeling Language, Tipps und Tricks zu den unterschiedlichsten Datenformaten, die Einbeziehung von OGC Web Services in die Geoinformationsverarbeitung, die Definition von Koordinaten- und Kartennetzentwürfen mit Fokussierung auf die gängigen deutschen Koordinatenreferenzsysteme, Lizenzen als wesentliches Element zur Nutzbarmachung offener Geodaten oder die Erstellung thematischer Karten. Und dies alles als PDF-Dokumente zum Herunterladen. Am Beispiel Kartografie soll dies kurz erläutert werden. Zur Erstellung anspruchsvoller kartografischer Produkte als Visualisierungsform der GIS-Analysen sind kartografische Grundkenntnisse essentiell. Das Tutorial Kartografie als kompaktes Vorlesungsskript stellt wesentliche Aspekte der thematischen Kartografie zusammen. Dies ersetzt natürlich kein Lehrbuch. Die Übung Kartengestaltung beschreibt den grundsätzlichen Prozess zur Erstellung thematischer Karten, ein Vorgang, der in nahezu allen Übungen und Fallbeispielen vorkommt und insofern nur an einer zentralen Stelle präsentiert wird. Die Anleitung erläutert Schritt für Schritt, wie die Ergebnisse einer Analyse in einer thematischen Karte aufgearbeitet werden können. Dabei gehen wir vom Vorhandensein verschiedener Daten oder Analyseergebnisse aus und zeigen, wie mittels GIS Karten erstellt werden können. Als Datensätze nutzen wir die Ladestation, ein Punktthema aus dem Elektromobilitätsbeispiel, und die Ergebnisse der Erreichbarkeitsanalyse, ein Polygonthema auf kommunaler Ebene. Dies kombinieren wir dann vor einer Hintergrundkarte und illustrieren, welche Elemente zu einer Karte gehören und mit welchen Signaturen oder Farbabstufungen gearbeitet werden kann. OpenGeo Edu ist ein vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Modernitätsfonds gefördertes Verbundprojekt unter Führung der Professur für Geodäsie und Geoinformatik an der Universität Rostock.